jetzt ganz gut. Natürlich sauer anstrengend, wenn man halt zweieinhalb Wochen raus ist, da ich ja 14 Tage in Quarantäne musste. Aber ja, macht natürlich riesig Spaß und bin froh, dass ich mich endlich wieder bewegen kann. Tatsächlich wirklich nur, ich saß ab und zu mal im Garten, wenn die Sonne geschienen hat, habe ich draußen gefrühstückt mit Winterjacke. Und sonst war ich tatsächlich nur in der Wohnung und habe mich tatsächlich kaum bewegt. Das ist eine Kombination aus Lunge und Beine, aber heute hat sich eigentlich schon viel besser angefühlt wie am Wochenende. Ja, natürlich sau wichtig. Ich meine, wir haben jetzt unglücklich verloren am Sonntag in Weißwasser und wir laufen eh schon ein bisschen den Punkten hinterher. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir in Kassel auch zeigen, dass wir eigentlich das Top-Team sind aus der Liga oder sein müssten normalerweise. Ich denke, dass wir beständig sein müssen, dass wir, wenn wir gut spielen, dass wir es ins nächste Spiel nehmen und nicht so wie jetzt, dass wenn wir mal gut spielen, dass wir dann wieder schlecht spielen, wieder gut spielen und wieder ein bisschen fahrlässiger spielen. Das muss halt beständig werden und ich denke, wir haben eigentlich eine gute Voraussetzung. Wir sind, glaube ich, komplett vom Kader her auch und ja, ich hoffe, dass wir da ein gutes Spiel abliefern und dass wir dann von da aus weiter in die Weihnachtszeit gehen.